Eine Rose. Sie erinnert mich immer an zwei Perspektiven im Leben. Ärgere dich nicht, dass Rosen Dornen haben, sondern freu dich, dass Dornen Rosen tragen. In den letzten Tagen habe ich tatsächlich einmal gedacht, ob Gott mich zurück in die Schweiz geholt hatte, damit ich hier krank bin und sterbe. Das resultierte eben daraus, dass es mir sehr schlecht ging gesundheitlich und ich mit meinem Thema, vor allem dem Essen, zu kämpfen hatte. Aber halt, was genau hatte Gott zu mir gesagt? Ich werde dich eines Tages in das Land zurückholen, aus dem ich dich geholt habe. Also da stand auf der Description nichts von Tod. Weißt du, es gab Nächte, in welchen ich kein Auge zutat und mich einfach nur an die Brust Jesu werfen konnte, um es auszuhalten. Wusste nicht, ob der nächste Atemzug vielleicht der letzte ist. Dramatisch dargestellt. Aber weißt du, das Dunkel ist auch bei Gott nicht wirklich dunkel. Das lesen wir ja im Psalm 139. Gott scheint mit seinem hellen Licht rein. Durch dieses dunkle Tal bedingt hat mich Gott an Themen herangeführt, aus längst vergangenen Zeiten, um mir Dinge aufzuzeigen. Ich sage ja immer, er arbeitet nach dem Zwiebelprinzip, Schicht um Schicht und viele Tränen. Und manchmal stinkt's. Ja, lachen darf man auch noch. Es ist eines, wenn wir wie in einer Schule sitzen und uns der Lehrer Dinge lernt. Oder wenn wir gerade draußen, also das ist dann Theorie, oder wir machen es in der Praxis und mir bleiben die Dinge am besten hängen und wirken am besten nach, wenn ich in eine Situation geführt werde. Es bleibt dann wie ein Branding. Bestimmt haben sich schon viele Gläubige vor mir so gefühlt und es werden auch noch viele nach mir tun. Denken wir an Josef im Gefängnis. Vielleicht hatte auch er ab und zu eine Depri-Phase und sich gedacht, bin ich eigentlich vergessen, was ist mit der Prophetie, die Gott mir gab? Bin ich hier, um zu sterben? Bei mir war es eine kurze Phase, aber Josef war 13 Jahre im Gefängnis. Jesus hatte mir gesagt, Ende Jahr, dass 2023 das Ich- und mein Jesus-Jahr wurde. Und ich hatte mir das in den schönsten Bildern ausgemalt. Viele Highlights, viele Kuschelmomente, viele Momente der Intimität, wo ich seinen Herzschlag spüre, schöne Gebetsspaziergänge, closed zusammen. Ich dachte dabei wirklich nicht an Herausforderungen und dunkle Täler. Aber was sagt die Bibel? Kreuz auf uns nehmen. Also uns selber, unseren Bedürfnissen, Wünschen, Ideen, Vorstellungen und dem Fleisch sterben und ihm nachfolgen. Er hat den besseren Plan. Ja, und manchmal erfahren wir sogar Ablehnung. Zum Beispiel, wenn du vielleicht wie eine Freundin von mir Pionier bist in einer Gegend, wo die Menschen sich zwar Christ schimpfen, aber nicht so mit dem Heiligen Geist erfüllt unterwegs sind. Du vielleicht sogar die einzige Person bist, die die Geistestaufe hat und eine Erwachsenentaufe und die sogenannten Geschwister dich schräg anschauen. Seit einigen Jahren kriege ich anonyme Briefe. Ich kann nicht mehr sagen, wann es anfing. Und die kriege ich in der Schweiz, also die Person, die mir schreibt, weiß viele Details. Und komischerweise wusste sie auch immer gerade, wann ich hier bin. Ich habe ja 7 Jahre in München gelebt und bin ab und zu meinen Eltern zu Besuch gekommen. Und immer dann ist so ein Brief aufgetaucht.
Am Anfang ist man noch krankhaft neugierig und will detektivmäßig rausfinden, wer es ist, und liest das Geschreibsel sehr unschön. Also Satan wird dich in die Hölle holen, ist dann nur das Harmloseste dran. Aber mit der Zeit musste ich dann erkennen, nein, diese krankhafte Neugier tut nicht gut. Ich will auch nicht verunsichert sein und über die Schultern blicken oder denken, der ist's, dies. Wir Menschen wollen ja immer dem Schuldigen ein Gesicht geben. Das war schon bei Adam und Eva so. Und das ist einfach so bei uns Menschen. Es hat mich tief getroffen, dass diese Person, sei sie männlich oder weiblich, nicht den Austausch sucht. Aber ich habe mich an die Bibel erinnert, die sagte, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. So sind wir Kinder des wahren Vaters im Himmel. Und ich habe mich entschieden, dass diese Person kein Mandat hat in meinem Leben, solange sie anonym bleibt. Ja. Und alle Unsicherheit habe ich an Gott abgegeben. Auch die Trauer, dass die Person sich nicht outet, damit man Lösungen finden kann und ich vielleicht um Vergebung bitten würde, wenn ich was falsch gemacht hätte. Ich will einfach nicht nur die lieben, die mich lieben, denn das tut die Welt auch. So sagte ich beim letzten Erhalten des Briefes, die ich ungeöffnet zerreiße, Herr, jemand hasst mich. Und Gott ist manchmal sehr trocken in seiner Antwort mir gegenüber. Tu, Gott sei Dank, ich würde mir Gedanken machen, wenn ich dich wäre, wenn dich niemand ablehnt. Dann würdest du was falsch machen. Bang, das saß. Die Erinnerung, wie sie unseren Herrn abgelehnt und verraten haben, so wird es auch uns gehen. Wir sind nicht größer als unser Meister. Auch wir erleben Zeiten der Ablehnung oder der Konfrontation mit den bestehenden Verhältnissen. Weißt du, anstatt uns darüber zu ärgern, sollten wir uns freuen. Wenn Satan uns die Freude nicht rauben kann, kann er nämlich nichts tun. Vergiss es nicht. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir leben ihm schon jetzt, aber noch nicht in diesem Spannungsfeld. Sieh es doch einmal so, wenn alle immer nur mit dir einverstanden sind, du nirgendwo mehr Anstoß mit deiner Botschaft und deinem Dienst erregst oder deinen Ansichten, dann stellt sich nach den Worten von Jesus eigentlich die Frage, ob du überhaupt ein richtiger Nachfolger Jesu bist, respektive als Nachfolger Jesu unterwegs bist. Von John Wesley, einem Pionier und starken Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert in England, wird zum Beispiel folgende Geschichte erzählt. Ich finde das sehr eine schöne Geschichte. Im Laufe seines langen Lebens wurde Wesley einmal während eines Spaziergangs bewusst, dass er schon recht lange keinerlei Verfolgung mehr in seinem Dienst erlebt hatte. Daraufhin begann er ernsthaft sein Herz zu untersuchen, ob er vielleicht irgendwo vom geraden Weg des Evangeliums abgewichen und anstattdessen der Menschenknecht geworden war. Schließlich schrie er zu Gott um Gnade. Er bat ihn, seine Hand nicht mehr von ihm abzuziehen. Während Wesley so die Straße entlang ging, hörte ihn unbemerkt ein Bauer hinter einem Busch, wie er laut betete und zu Gott schrie. Dieser geriet so in Wut über den betenden Mann Gottes, dass er einen Stein nahm, ihn nach Wesley warf und diesen auch tatsächlich am Kopf traf. Da erkannte Wesley, was vor sich ging und begann nun voller Freude laut Gott zu preisen, dass dieser ihm soeben bewiesen hatte, dass er doch noch nicht vom richtigen Weg abgekommen war, also dass alles zwischen ihm und Gott in Ordnung ist. Natürlich
suchen wir nicht den Widerstand oder die Verfolgung, wir sind ja nicht masochistisch, aber wir sind uns dessen bewusst, dass wir Pioniere eines anderen, eines übernatürlichen Reiches und einer übernatürlichen Welt sind. Dieser Welt, hör mir jetzt genau zu, dieser Welt gehört die Zukunft. Halleluja! Aber sie ist im Jetzt dieser Zeit noch manchmal durchaus umstritten, dieses Spannungsfeld, was ich vorher erwähnte. Die vielen Kämpfe von außen, von innen her, sind total normal. Also wenn du kein Gegenwind mehr erfährst, dann gebe die Bücher. Sei es Ablehnung oder wie ich zu Beginn sagte, und mit mir selbst in meinen Themen und du in den deinen. Wir alle haben das. Wir alle sind irgendwo dran. Ich ermutige dich. Bleib einfach nah am Vaterherz. Sauge diese Liebe Gottes immer wieder auf in dir, weil das ist das Einzige. Je mehr Tiefgang deine Beziehung zu Jesus hat, je besser kommst du mit den Stürmen klar. Gott wird nicht jeden Eisberg aus deinem Leben räumen. Aber du wirst nicht untergehen wie die Titanic und ersaufen. Er umschifft dich oder hilft dir, ihn zu überwinden. Bleib in der Ruhe vor ihm. Nimm dir Zeit, wie Maria es tat, als sie zu den Füßen Jesu saß. Beziehung bedeutet auch, Zeit zusammen zu verbringen. Stell dir vor, du willst einen Menschen besser kennenlernen oder du bist in einer Ehe oder einer Freundschaft. Es ist wichtig, zusammen Zeit zu verbringen, Qualitätszeit, um sich immer besser kennenzulernen. Wenn dann Stürme kommen, kann man auch auf das zurückgreifen. Wir spüren nicht immer was. Auf meinen Gebetsspaziergängen erlebe ich nicht immer Zeichen und Wunder und Visionen und Sachen, die vom Himmel fallen. Manchmal ist es nur was ganz Kleines, ein Impuls, was später einmal einen Unterschied macht. Gott ist mit dir. Wohin du auch immer gehst, lies mal Josua 1,9 oder 1,6. Sehr ermutigend. Weißt du, wir besitzen einerseits die ganze Fülle, andererseits ist der Feind mit auf dem Plan und das eigene Ich, das sich runterdrücken lässt und der Feind will dich und mich aufhalten mit diversen Dingen. Ich sage immer, die 3 Gs des Teufels sind Gesundheit, Geld, glückliche Familien, dort grätscht er rein. Aber er hat kein Anrecht. Er hat bereits verloren. Jesus hat ihn besiegt. Also mit kein Anrecht. Natürlich hat er Anrechte, wenn wir ihm eine Tür öffnen. Aber du weißt, was ich meine. Er ist ein Meister der Täuschung. Fast wie ein Zauberer, der ein Kaninchen aus dem Hut zaubert. Lügen sind sein und Angst machen ist seine Waffe. Doch du und ich, wir stehen auf der Siegerseite. Wir sind stärker, der in uns lebt, ist stärker als der Fürst dieser Welt. Lassen wir uns doch total führen und leiten vom Geist Gottes. Gott sitzt im Regiment, auch in deinem Leben. Die Wahrheit, welche wir manchmal Menschen sagen müssen, kann zuweilen scharf sein, aber schlussendlich dient sie ihnen. Immer aber in Liebe, bitte. Ich mach dir Mut. Geh vorwärts, du streitbarer Held. Steh auf den Füßen Jesu. Ich hatte dieses Bild, als ich das hier aufschrieb. Auf den Füßen Jesu stehen, weißt du so. Und er läuft. Und du drückst dich dabei und hältst dich ganz fest und drückst dich ganz nah an sein Vaterherz. Du hörst sogar seinen Pulsschlag, da-dong, da-dong, da-dong. Er strahlt Wärme von ihm aus, sowohl physisch als auch emotional. Was für ein Bild. Dort kann dir nichts geschehen. Alles, was wir heute leben, ist das, was wir gestern geglaubt haben. Überzeuge dein Herz von den Wahrheiten Gottes. Warum nur glauben wir den Lügen schneller als der Wahrheit? Ich habe in meinem Leben schon öfter Menschen getroffen, die sagten, ich höre Gottes Stimme nicht. Und dann habe ich gesagt, aber die Stimme des Teufels, die hörst du, oder die dich anklagt. Also es ist einfach wichtig, wem und was wir unser Ohr leihen. Denk an Michelangelo, der schon im ungehauenen Stein Davide sah.
Gott sieht, was aus uns werden wird, und der Teufel weiß es auch. Wir sind Ton in seinen Händen, er ist der Töpfer oder er ist der Goldschmied und wir das Gold, das geläutert wird. Ab und zu werden wir hingestellt, es gibt eine Pause, aber dann geht der Prozess der Veränderung weiter und das ist immer unangenehm. Wir sind einfach Gewohnheitstiere. Wir mögen es nicht, die Komfortzone zu verlassen. Der Feind bietet alles auf, was er kann, um sich uns entgegenzustellen. Aber unser Gott ist größer und er kommt zum Ziel. Der Teufel ist Gottes Kettenhund. Und wir sollen ihm widerstehen, dann muss er fliehen. Weißt du, was Gott sich vornimmt, gelingt, und sein Wort, was er aussendet, kommt nie leer zurück. Nein, es führt aus, wozu es ausgesandt wurde. Josef wurde auch immer wieder geprüft, aber er blieb diesem Gott treu. Wohin sonst sollten wir gehen, um es in den Worten Petrus zu sprechen? Nur Jesus hat die Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass er der Jeschua HaMashiach, der Messias, der Gesalbte Gottes ist, der versprochene Retter. Also, glaub nicht deinen Umständen, deinen Gefühlen der aktuellen Situation. Stell dich gemeinsam mit mir auf den Felsen und baue dort dein Haus, das trotz Sturm und Wellen bestehen bleiben wird, nicht auf Sand. Weißt du, Gottes Auferstehungskraft wirkt noch heute, und der gleiche Geist, welcher ihn von den Toten auferweckte, lebt in dir und mir. Er ist mächtig, vollmächtig, omnipräsent, omnipotent, und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und nichts, und ich meine nichts, kann uns von der Liebe Gottes trennen. Weder unser Versagen, noch sonst irgendwelche Umstände oder Menschen. Denn diese Liebe Gottes wurde in Christus Jesus, unserem Herrn, offenbart, und die Liebe Gottes ist ausgegossen, nach Römer 5,5, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Bleib unter dem Schirm der Gnade. Geh nicht unter das Gesetz, wo es darum geht, zu leisten und mühsam und abrackern. Weißt du, Jesus hat es vollbracht, er hat es bereits getan. Es ist, wie wenn dich ein Gastgeber einlädt zu seinem Super-Diner, das er über Stunden gekocht hat, das ihn alles gekostet hat, seine ganze Energie, und du bringst dein eigenes Essen mit. Blöder Vergleich, aber ich fand es kein schlechtes Bild. Du darfst dich hinsetzen an den Tisch des Herrn und genießen, und deine Feinde werden zuschauen müssen, wie du isst. Noch was zum Schluss. Ein Satz, den du dir aufschreiben solltest. Deshalb spreche ich ihn langsam. Meine Aufgabe ist nicht, die Probleme von Menschen zu lösen oder sie glücklich zu machen. Oder dass alle meine Handlungen und Denkweisen für sie stimmen. Meine Aufgabe ist, ihnen die Gnade vor Augen zu führen, die in ihrem Leben wirkt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Glaub an Gott, der an dich in dem Sinn glaubt. Du weißt, wie ich meine. Der weiß, warum er dich erwählte. Wo es nicht auf deine Möglichkeiten, die begrenzt sind, ankommt, sondern auf seine, die unbegrenzt sind. Geht es mir jetzt viel besser? Ja, psychisch ja. Das Essverhalten, kein Thema mehr. Nein, immer noch. Immer noch habe ich hier im Mittelohr ein Rauschen. Am Anfang dachte ich werde wahnsinnig von dem Lärm, der das auslöst. Also die Umstände sind noch nicht optimal. Aber ich verlasse mich auf mein Optimum, und das ist Jesus. Warum tust du das nicht auch ebenso? Er hat so viel mehr zu bieten als der Feind. Missachte das Buffet, das der Feind dir aufgestellt hat und dir präsentiert und anbieten will. Geh wortlos daran vorbei und komm zu dem, was Jesus für dich bereit hat. Es ist viel kostbarer und mehr. Und in ihm ist das Leben
Er ist das Leben, er ist das Brot des Lebens und das Licht des Lebens. Er ist das Manna, das wir täglich brauchen. So, du Geliebte oder du Geliebter, danke, dass du dieses Video geschaut hast. Ich würde mich sehr über ein Like oder auch einen Kommentar freuen. Ich antworte auf jeden Kommentar.